Ja, herzlich willkommen zurück zu der Schlummer Let's Play. Denn diese Katastrophe, die sage ich euch, du. Das geht hier nicht mit der rechten Ding zu, sondern eher mit linken. Also Pipeworks ist echt Krampf. Also ich meine, wenn man es vielleicht irgendwann richtig gut, vor allem wenn man Platz hat, dann kann man mit halt viele geile Sachen machen, aber wenn man so versucht, eine sinnvolle Anlage auf engem Raum zu bauen, vor allem mit relativ wenig Kosten, dann bist du halt komplett aufgeschmissen. So, funktioniert jetzt das? Wenn ich jetzt hier Blätter reinmache. Ist hier noch was drin? Ja, mal packe ich das mal aus. Okay, ja, jetzt funktioniert. Das heißt also, da muss wirklich immer ein Rohr dazwischen sein. Das ist so unendlich dämlich. Okay, dann ist es halt so. Gut. Das heißt, jetzt nochmal, wo ist unser. Das hier? Alter, für Scheiße hier. Ich brauche ich am besten gar nicht. Die brauche ich auch nicht. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz drin. So. Folgendes. Jetzt kommst du nach da. Und du nach da. Perfekt. So. Jetzt müsste es funktionieren, wenn ich jetzt da Eisen reinmache. Und hier Blätter reinmache. Und jetzt hier auf einmal ein Signal entsteht, weil ich das zum Beispiel anklicke. Also geht natürlich nicht, schade eigentlich. Kann man Mesocon auch einfach so aktivieren? Ne, dafür brauche ich einen Schalter. Gut, dann hole ich mal einen Schalter. Ein Taster, haben wir noch einen? Bitte lass uns noch einen Taster haben. Ach, Mesocon Torch geht auch. Nähen, Endgatter bringt uns. Na gut, okay. Torch muss reichen. So, wenn ich jetzt hier mal kurz ein Signal gebe, bam, geht einmal alles und der springt wieder raus. Hä? What? Warum ist das so? Ja, das geht. Warum ist das denn so? Ha. Vielleicht kommt die Kohle doch nicht von links, sondern von irgendwo anders. Aber die Frage wäre dann von wo? Genau, das passt. Von oben kommt die Ware, dann müssen eigentlich von links die Kohle kommen. Oder kommt die denn von unten, weil das Ding hier unten ist? Ich krieg eine Krise. Okay, komm. Probieren geht über Studieren. So, dann klatschen wir hier unten auch nochmal zwei Rohre hin. So. Dann müsste er jetzt eigentlich automatisch so machen. Aha, okay, also es geht tatsächlich nur von unten. Gut, das heißt, wir können die Anlage dann so lassen. Aber er hat kein weiteres Signal ausgelöst. Nö, jetzt sieht das auch nicht raus. Was ist denn? Warum sieht das denn nicht raus? Ah. Okay, die Blume bringt also gar nichts. Danke dafür. Ja, aber so genau, so würde es jetzt quasi funktionieren. Ne? Wenn er fertig ist, dann zieht er es raus und beim Rausziehen generiert er ein Taktsignal, was die beide aktiviert, um das nächste dann erst reinzuschieben.
Die Frage ist, wie das mit der Blume funktioniert. Muss ich die Blume daneben packen? Also, das ist natürlich alles connected. Danke dafür. Alter, das ist hier so kompliziert alles. Oh Mann. Ja, okay, ich muss daneben sein. Okay, das heißt, ab jetzt haben wir einen automatisierten Ofen. Okay, der Zug geht ultra langsam. Alter Schwede. Aber es würde so funktionieren. Es ist so ultra dumm, ey. Oh Mann. Das kannst du doch keinem erzählen. Alter. Effizienz auf einem ganz neuen Niveau. Hä? Es war doch noch was drin? Oh ja, jetzt noch. Eisen drin. Lol, das heißt, links ist auch Materialzugang. Das ist so bescheuert, ey. Ah, gut. Wenn man es weiß, dann weiß man es. Dann kann man sich darauf einstellen. Das heißt, dann müssen wir quasi von der Ordnung her den Ofen am besten nach oben tun. Komm jetzt her. So. Das heißt, wir hätten dann quasi... das Konstrukt wie folgt. Wir hätten... Weg. Wir hätten hier unten die Kohle, also nicht die Kohle, sondern das Heizmaterial. Wobei, das möchte ich... Nee, ich schieb dich nach links. So, da Ofen, da den Pusher. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Dann kommt hier in die Ding kommt der Ofen. So, dann kommt hier die Detection Rail. Ja, ich weiß jetzt nicht Rail, aber das war gerade so. Ungefähr so. Ach nee, halt, da kommt noch ein Pusher. Ungefähr so. Und zum Schluss und guter Letzt ungefähr so. Dann kommt jetzt daran, ja, das hat nicht funktioniert, weg damit hier. So. Okay. Wie gesagt, das Ding würde der Alter. Dieser Köter, Alter. Das Mesekonstrukt würde da natürlich hinter sein. Was man natürlich nicht verbergen könnte, wären die Rohre. Die könnte man nicht verbergen. Ja gut, aber das ist eine verkleidungstechnische Sache, das ist jetzt erstmal egal. Um solches Pille-Palle kümmere ich mich gerade nicht, wir haben größere Probleme. Das heißt, genau so müsste es doch dann jetzt eigentlich funktionieren. Bitte funktionieren. So, dann packen wir hier die Kohle rein. Da die Blätter rein. Und dann müsste das Ganze funktionieren. Ja, okay. Achso, ja. Der braucht da noch sein komisches Taktsignal. Gut, aber das ist völlig in Ordnung. Das ist so... Okay, geil, funktioniert so. Sehr schön. Das heißt, jetzt müssen wir noch dafür sorgen. Beziehungsweise ich kann noch mal gucken, ob das jetzt funktioniert mit den Doppelkisten. Vielleicht hat es nämlich auch einfach nur daran gelegen, dass es schon gar nicht funktioniert hat. Nee, also mit Doppelkisten kommt er wirklich nicht klar. Schade.
Na gut, aber das ist im Vergleich zu den vorhandenen Problemen ist das jetzt eher ein Wermutstropfen. Aber so würde es jetzt tatsächlich funktionieren. Es sieht zwar jetzt optisch gesehen halt tatsächlich einfach immer noch ultra scheiße aus. Das heißt, wir müssen echt alles irgendwie verkleiden. Haben wir diese komischen Carpeten-Dinger? Ja, haben wir. Ach so, aber nur aus Wolle. Gut, ist kein Problem. Da können wir mit der Säge so eine Dinger können wir zuschneiden auf ein 16. oder sowas. Und die einfach dann davor klatschen immer. Das wäre alles, wie gesagt, das ist das kleinste Problem. Gut, das größere Problem ist eher, die Anlage mal zu aktivieren und für ihn noch einen Taktgeneral zu. No, nee, Quatsch. Für ihn Taktgeneral generieren ist kein Problem. Einfach hinter eine Blume packen. Wir müssten aber noch ein Ohrgatter bauen und dafür sorgen, dass dieser Schalter hier irgendwo vorne hin kann. Dass wir, ne, wir müssen ja irgendwie das Ding immer initialisieren, immer aktivieren oder wie auch immer man das nennen mag. Das heißt, wir bauen das Ganze schon mal nach hinten, damit wir so ungefähr planen können, wie wir das Ganze dann verschachteln, verbauen. Und wir brauchen für die Mäseanlage definitiv ein bisschen mehr Platz nach hinten, weil er hier hinter die eine Blume muss. Kann hier drunter nicht die Mäsetrasse lang gehen, weil ansonsten Mäse direkt ein Signal bekommen würde. Soweit ich weiß. Wir könnten mal probieren, wenn ich jetzt hier eine Blume packe, da eine Blume packe und jetzt da drunter Mäse lang lege. Genau, der connectet sich automatisch. Das heißt, das Mäse müssten wir hier hinter lang packen. Ach nee, geht ja auch nicht. Weil wenn ich es dahinter lang packe, verbindet er sich trotzdem. Da. Das heißt, wir müssen noch mehr Platz lassen. Alter, ernsthaft jetzt? Das ist so teuer alles. Alter, ich brauche mal eine Fackel. Da ist ja dunkel. Danke. Ich glaube, ich erschieße den Köter gleich. So, ich packe das Ding einfach mal hier drunter. Da stört niemanden. Perfekt. So, das heißt, hier brauchen wir ein bisschen Platz. Oh, wir haben Knochen bekommen. Ich mach das einfach mal so hier. Danke. So, jetzt haben wir hinter ordentlich Platz für die Mäsekacke. Dann kommt hier einer hin, da einer hin. Das geht denn hier so entlang. Da. Nein, bitte, du weg. Danke. So. Dann haben wir hier die Detection Rail. Ja, das war so klar. Ach nö, ey. Klar, wenn ich jetzt hier hinbaue, verbindet es sich mit dem. Aber mit dem, wenn ich jetzt hier hinbaue, dass es sich dann mit dem verbindet, ist natürlich nicht der Fall. Du willst mich jetzt hier verarschen? Macht er das gerade mit Absicht oder so? Das heißt, ich müsste jetzt hier extra nochmal eine Pipe dazwischen legen, damit wir hier ordentlich an die Pipe mit dem Mediasignal ran können. Ey, krieg einen Ständer, Alter. Das ist. Ach, klappiert hier. So. Da kommst dann du dran, damit da dann endlich mal die Kiste ran kann. Das heißt, das Ganze hier wird nochmal um eins weiter. Ne, also eigentlich nicht, aber ich brauche jetzt hier nochmal einen Zugang. Das heißt, ich muss jetzt das hier auch noch wegkloppen. Damit ich dort nicht hinterkomme. Oh mein Gott. Was habe ich getan? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt bitte mach, was du. Hallo? Achso, okay.
So, funktioniert der jetzt? Kann ich das mal testen, ob er funktioniert? Ich mache jetzt hier einfach mal eine Kiste hin. Sorry. Ich mache jetzt hier einfach mal eine Kiste hin und packe in die Kiste dafür irgendwas rein. Was? Ach so, weniger Blume. Ja klar, genau. Okay, also okay, so funktioniert das Ganze. Sehr schön, sehr schön. Okay. Das ist gut, das ist enorm, das gefällt mir. Siehst du, eigentlich kann ich jetzt einfach auch hier sagen, ich packe hier rein, dann kann ich das hier nämlich wieder rausnehmen. Und das müsste trotzdem immer ein konstanter Fluss sein, weil das Ding simuliert das quasi den Ofen. Bam. Genau, okay, das heißt, so funktioniert das Ganze. Sehr schön. So, und jetzt simuliere ich mal einen ausgeschalteten Ofen, wenn er einmal fertig ist. Okay, alles leer. So, jetzt ist der Ofen im Ausgangszustand. Das heißt, jetzt müsste ich einmal dieses WC-Signal aktivieren, damit das Ganze erstmalig in Betrieb kommt. Und genau da kommt jetzt der Ohrschalter ins Spiel. Oder das Ohrgatter. Wenn ich jetzt hier ein WC-Signal hinpacke... Okay, der connectet nicht mit da oben. Sehr schön. Kann ich nämlich hier das Ohrgatter hinpacken. Ne, hier das Ohrgatter hinpacken. Ich brauche aber ja erst noch ein Ohrgatter. Ohr, Ohr, Ohr. So, jetzt sind wir schneller. So. Aha, vier, Alter, wir hätten schon. Ach Gott, Alter. Huh. Ja. Ich sag's dir, wir brauchen viel Mese. Ich mach mal. Eine 9. So, und die 9 müssen wir jetzt in den Ofen schmeißen. Damit wir daraus dann diese komischen Mäßedinger bekommen. Wobei, halt, da bekommen wir immer zwei. Halt, suche ich hier gerade. Das heißt, wir nehmen mal die Hälfte wieder raus. Also 45 nehmen wir mal wieder raus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und machen daraus wieder diese Dinger, diese Diamanten. Und dann reicht nämlich 5 auf jeden Fall erstmal aus. So. Dann haben wir ein Stack von diesen Dingern. Das sollte dann erstmal reichen. Oder bekommen wir daraus wirklich zwei? Doch, war zwei, oder? So. Genau, zwei. Genau, doch. Okay. Achso, halt, wir müssen ja das Ding wieder bauen. Wir müssen ja hier. So. Haben wir ein wunderschönes Ohrgatter. Und das kommt jetzt so rum. Das kennt ihr jetzt natürlich nicht. Okay. Müssen wir wieder aushelfen. Geht das hier mit runterpacken? Nein, geht auch nicht. Da könnt ihr trotzdem nicht. Mal gucken, ob das funktioniert. Scheiße, wir brauchen doch mehr Platz. Okay, gut. Dann kommst du weg. Dann kann der doch hier hin. So. So. Und dann brauche ich hier ein bisschen mehr Platz in die Wand rein. Oh, Alter. Was zur Hölle ist hier gerade los? Ich meine, es ist ja geil, dass man hier mit Mädel so viel kranke Sachen machen kann. Aber ist schon ein bisschen, ja, ist es schon. So, was jetzt? Genau, jetzt kommt hier Mese, das kommt jetzt hier einmal so. Und dann kommt hier vorne vor der Schalter hin. Ja, wo ich den Schalter jetzt genau platziere, weiß ich noch gar nicht. Ich lasse erstmal hier so offen. Ich lasse erstmal hier so hier ankommen.
Ach du Kacke, Alter, ey. Oh mein Gott. Ja, komm. Weg hier, weg. Schnell, weg. So, wir brauchen einen Schalter. Wie geht ein Schalter? Nee, Leveler ist das was anderes. Ja, Button. Okay. Sehr schön. Aha, Cleanstone. Cleanstone. Und einmal kriegen wir gleich zwei. Sie sind ein bisschen voll. Dann packe ich am besten den anderen Button gleich mal hier in die Kiste rein. Am besten hier zu dem Leveler. Leveler. Das kann auch wieder weg. Das kann wieder weg. Du kannst mal da rein. Und du da rein. Mal hier ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Das ist ja hier schlimm, ist das ja. Okay. So. Jetzt kommen die letzten Aufräumen. Hups, was war das gerade? Und was habe ich jetzt schon wieder aufgesammelt hier? Ach, schon wieder Dreck oder was? Ach, keine Ahnung. So. Das heißt Folgendes. Oh Gott, funktioniert das? Wenn ich jetzt, ich mache das mal nicht mit dem Cleanstone, sondern mit irgendwas, was ich wieder abbauen kann. Das hier zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier das hinsetze und dann hier einen Taster ran taste. Ja, funktioniert. Sehr schön. Okay, das heißt, ich kann dann jetzt. Ach, weil die durch das Block, weil die durch den Block durchconnecten. Okay, das ist geil. Das heißt, ich kann da genau nur hinbauen, was ich möchte. Ich könnte da sogar eine Pipe hinbauen und der geht trotzdem einfach durch. Lol. Witzig gelöst, aber solange wie es funktioniert, ist mir das auch egal. So. Was war das jetzt gerade? Ach so, ja klar, weil der Ofen jetzt aktiv ist. Genau, haben wir gerade aktiviert. Sehr schön. So, den Ofen stoppen wir trotzdem erstmal. Also den simulierten Ofen, ist ja nicht der echte Ofen. So, und jetzt kleiden wir hier alles aus. Das heißt Folgendes. Der Stein da kann wieder weg. Der Stein kommt nach da oben. Die Reihe hier oben brauchen wir ja jetzt doch nicht. So. Jetzt kommt allerdings hier einmal Cleanstone hin. Hier einmal Cleanstone. Hier einmal Cleanstone. Hier einmal Cleanstone. Und hier und da einmal Cleanstone. So. Und auf die anderen Sachen, die jetzt noch offen sind, machen wir diese komischen Platten. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Platten. Ich mache trotzdem 16, also diese ganz, ganz dünnen Platten. Achso, halt, die Säge ist ja unten. Damit wir die quasi als Carpet-Dinger benutzen können. So. Achso, wir bekommen aber trotzdem nur 8, da war ja was. Ich meine, jetzt reicht's ja, aber ist halt trotzdem denn doch eine ganz schöne Verschwendung. Ach, komm, ganz ehrlich, Cleanstone, Alter. So teuer ist es jetzt auch wieder nicht. So, dann packen wir dich einfach mal darauf. Jetzt brauche ich doch das Replacement-Tool. Genial. Deine oder so, Alter. Aber es wird langsam. Oh, das Ding ist ein bisschen gedreht. Sieht scheiße aus. Gib mal her die Kacke. Ja, schon besser. Aber falsch rum? So rum. So ist besser. So, jetzt kopieren, einfügen, ein. Och nee, ne. Einfügen. Einfügen, 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 einfügen. Und es ist perfekt. Hier ist eine riesige Lücke drin, aber ganz ehrlich, anders geht es halt jetzt gerade leider nicht. Wie gesagt, da kommt bitte der Ofen rein.
So, hier ist jetzt nichts mehr drin. Hier ist leer. Hier ist leer. Das heißt, jetzt ist der Ofen aus. Wenn ich jetzt hier was reinmache, dürfte hier jetzt nichts mehr kommen. Genau, so, das heißt, jetzt aktiviere ich das Ganze einmal. Bam, also Rechtsklick. So, und ab jetzt sollte was reingehen. Okay, Anlage läuft. Perfekt, sehr schön. Gut, das heißt, das funktioniert jetzt. Das ist ja prima, Ballerina. So, dann heißt es, der Kack hier kann jetzt raus. Und da kommt jetzt der Ofen rein. Brauche ich aber irgendwas zum Gegenstemmen? Ich packe einfach mal dicht. Nein. Dicht. Nein. Oh, Alter. Dicht dahin. Damit der Ofen da gehen kann. Perfekt. Okay. Jetzt kommt der finale Test, ob auch alles so funktioniert, wie soll. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Wir könnten genau genommen sogar noch einen Unterbrechungsschalter bauen, der den aktuellen Vorgang einfach abbricht. Wobei, das wäre dann mit dem Leveler wahrscheinlich einfacher. Gut, machen wir aber nächste Folge. Von daher machen wir jetzt bloß nochmal einen kleinen Test, ob das Ganze funktioniert. Das heißt, ich packe erstmal nur 5 rein. So. Und dann gib ihm. Jawoll. Komm schon. Perfekt. Und der Ofen geht auch wieder an. Sehr schön. Gut, das funktioniert. Ist doch ideal. Und sobald das Material leer ist, geht auch eigentlich auch automatisch. Heißt also, eigentlich brauchen wir gar keinen Deaktivierungsschaltkreis, weil ganz ehrlich, zum Deaktivieren müsste man halt quasi einfach nur die Kiste leer machen. Und das wäre ja dann sowieso sinnvoll, wenn man abbrechen möchte. Und dann ist das Ding ja deaktiviert, weil dann brennt er nichts mehr, also kommt hier auch nichts mehr raus, also wird ja auch nichts mehr gezogen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist so, wie es ist, eigentlich tatsächlich genial. Easy. Ist doch cool. Ist doch wunderschön. Finde ich geil. Gut, in dem Sinne würde ich dann mal sagen, Schau mit V und ja. Ad Vilidaci.